und willkommen zur Freitagslaberei. Diesen Freitag wollte ich mal drüber labern, wie viele Unterschiede mir zurzeit auffallen im Verhalten zwischen mir und meinen und allen, die um mich herum sind. Also zwischen einem Asperger wie mir und eben meinen ganzen Bekannten und Verwandten und so. Klingt jetzt etwas komisch, ist aber wirklich so. Mir fällt gerade solche Dinge extrem auf, weil zum Beispiel meine Mom freut sich riesig gerade drüber, dass die Blumen kommen, dass die Vögel singen und dass die Natur anfängt aufzublühen. Und das Einzige, was ich mir denke, ist, die Blumen stinken furchtbar, weil es ist ja nicht nur eine Blume, die ich gerade rieche. Nein, ich muss ja alle gerade riechen. Die Vögel, die zwitschern schon um 5 Uhr morgens, da gehe ich gerade ins Bett, das ist echt anstrengend. Und die Natur, die aufsprießt, die könnte auch meinetwegen noch ruhen, weil dann würde unser Nachbar nicht mit seiner Säge so viel tun. Und dann denke ich mir einerseits so, okay, ich verstehe, dass sie sich dran freut. Ich freue mich ja auch, dass die Natur aufblüht, aber wenn es nach mir geht, würde das auch gehen mit viel dunklen Wolken. Also mir ist es gerade zur Zeit viel zu hell. Ich habe auch gerade extrem meinen Schlafrhythmus gedreht, was mir auch teilweise richtig auf den Keks geht. Ich bin jetzt gerade momentan stand dabei, dass ich so zwischen 7 und 8 Uhr, also ich gehe meistens so um 6 Uhr ins Bett, dann werde ich meistens noch etwas Musik hören auf dem iPod, so 2 Stunden, etwas ein paar Bücher lesen auf dem iPod. Bücher. dann lese ich meistens nur so ein paar Bücher. Ich bin jetzt wirklich gerade der King im Bücherlesen. Ich habe jetzt, glaube 4, 5 Bücher durch. Und ja, dann plötzlich ist schon 8 Uhr und im Prinzip, ich gehe um 6 ins Bett und lege mich erstmal hin und gucke, ob ich einschlafen kann. Und dann so um 6.30 Uhr denke ich mir, nein, das wird nichts. Und dann fange ich immer an, noch etwas zu lesen, etwas Musik zu hören. Und irgendwie wird es dann ganz schnell auch schon 8 Uhr und ich denke mir so, oh nein. Und dann mal grob gerechnet, wenn ich jetzt mal nicht meine 10 Stunden Schlaf nehme, die ich bräuchte, sondern wirklich bloß 8 Stunden, was so mein Minimum ist, meine Untergrenze, also Minimum 8 Stunden brauche ich. Und dann stehe ich ja meistens erst um 16 Uhr auf und dann ist es oft so, dass ich dann um 16 Uhr auch keine richtige Lust habe aufzustehen, weil es mir zu hell ist oder weil es zu laut ist oder irgendwas. Und dann ist es auch schon 16.30 Uhr. Und dann denke ich mir so, einerseits, klar, jetzt ist es später als geplant, aber okay. Und deswegen verschiebt sich gerade alles, was ich so tue, also meine ganzen Rituale, die ich jeden Tag so habe, die verschieben sich gerade extrem nach hinten, bis zum, dass ich sie gar nicht mehr, also, durchführen kann. Ich würde gerne meinen Vater anrufen, aber das macht kaum Sinn, wenn du um 17 Uhr anrufst und er eine Stunde später schon da ist. Außerdem denke ich mir dann jedes Mal, oh, wenn er weiß, wann ich aufstehe, das ist nicht unbedingt gut. Oder auch meine Großeltern, die würde ich auch gerne anrufen, aber sag mal, dass du gerade erst um 16 Uhr aufgestanden bist, ohne dass du dann dabei die typische Predigt trägst, Kind, der Nachtschlaf ist so wichtig, wenn du vor 0 Uhr ins Bett gehst und schläfst, ist es so viel gesünder für deinen Körper, dann kann er sich viel besser erholen. Und nur das Einzige, was du dir in dem Moment denkst, ist, ja, mag sein, dass ich dann meinen Körper besser erholen kann, aber Junge, wenn ich vor 0 Uhr ins Bett gehe, dann bin ich um 22 Uhr ins Bett und dann fängt es gerade an, dunkel zu werden und dann kann ich ja den ganzen Tag gar nichts machen. Ich meine, über den Tag über hänge ich die ganze Zeit im Prinzip bloß auf meinem Bett rum und hock wie so ein Zombie da und hoffe, dass es bald dunkel wird. Dann, sobald die Sonne anfängt unterzugehen, kriege ich voll den Energieschub und bin so wuh und freue mich und bin so voll Energie geladen und freue mich riesig über alles, was so kommt und will am liebsten rausgehen und alles mögliche unternehmen. Aber dann sind halt meistens die Läden zu, aber gut. Aber eben dieses, wenn ich vor den 0 Uhr ins Bett gehe, dann habe ich überhaupt gar keine Chance mehr, irgendwie zu leben. Ja,
Dann die andere Sache, die mir natürlich auch zurzeit extrem auffällt, ist, ich habe ein extremes Aufmerksamkeitsdefizit. Ich kann mich gerade auf gar nichts konzentrieren. Also zurzeit habe ich das Gefühl, dass alles um mich herum irgendwie ein großes Rauschen ist und ich irgendwie keinen Plan habe, was eigentlich gerade um mich passiert. Und einerseits finde ich das natürlich doof, weil ich würde gerne mehr wissen, mehr tun oder auch einfach wieder mehr erleben. Aber andererseits ist es natürlich auch ist es so ein Ding von, es ist halt gerade so. Und es ändert sich bestimmt auch wieder. Was ich natürlich auch etwas doof, schade oder wie auch immer man es formulieren will, finde, ist, ich bin zurzeit sehr schlecht darin zu senden. Also, wenn es um Kommunikation geht. Also, ich sage zu meiner Mutter gerade oft, boah, wir hatten ein tolles Gespräch. Ich fand es richtig gut. Und dann sagt sie mir sowas wie, aber wir hatten noch gar kein Gespräch. Und ich denke mir dann so, oh, ups. Also für mich ist viel, was gerade zurzeit zum Thema Kommunizieren ist für mich total das Gespräch. Und ich habe das Gefühl, ich rede gerade mit allen viel zu viel und kriege aber die Resonanz, eigentlich führst du gerade zurzeit keine Gespräche. Wobei ich auch zugeben muss, dass es mir auch gerade sehr schwer fällt, mich zu unterhalten. Und ja, es ist ja für mich schon so ein bisschen schade und ich denke mir dann so einerseits gut und andererseits denke ich mir, ja, wäre schon besser, wenn ich es vielleicht wieder etwas mehr in die Richtung versuche zu kommen, dass es wirklich, dass auch für beide ein Gespräch stattgefunden hat. Naja, meine Mutter hat mir vor Jahrzehnten mal gesagt, die 80% der Menschen sind nicht wie du und sind nicht sensibler auf die Welt oder so in der Art. Und 20 sind eben dann doch etwas sensibler, was die Welt und die Atmosphäre angeht und solche Sachen. Und es ist eben immer noch so, dass sich die 20% nach den 80% richten müssen. Aber ganz ehrlich, Pustekuchen, ich finde das gemein. Warum muss ich mich an die Welt anpassen, wenn sich die Welt nicht an mich anpasst? Ich meine, sowas wie, ich wach auf, ich schlaf endlich friedlich, es ist 15:30 Uhr und unser Nachbar fängt an zu sägen. Ich meine, der fängt an, er sägt dann erstmal eine Stunde durch. Und dadurch gehen mir dann eine ganze Stunde Schlaf verloren. Und das finde ich dann so unfair. Vor allem, weil er übrigens auch noch auf der anderen Seite der Straße nochmal einen Gang hat oder so eine Einfahrt, wo er auch sägen könnte. Aber er muss ja direkt bei unserer Einfahrt sägen, wo ich dann übrigens direkt am, also hier ist mein Fenster und da ist dann seine Säge. Also ich höre die wirklich. Das ist nicht nett. Und wenn man dann irgendwie sowas sagt wie, naja, es wäre schon nett, wenn sie nicht vor, sagen wir, 17 Uhr sägen, was ja jetzt nicht unbedingt bei den Temperaturen und den Lichtverhältnissen so unmöglich ist, dann ist man immer gleich komisch, weil wieso, wer schläft denn noch um 17 Uhr? Ja, wer macht sowas? Und dann denke ich mir jedes Mal, ich mach sowas. Ich muss nun mal um diese Zeiten schlafen, weil es mir sonst zu hell ist. Und das zu erklären, ich kann nicht vor den 6 Uhr ins Bett gehen, weil es total hell und grell ist, weil ich eben auch nur gerne etwas leben würde. Das ist so schwierig und das verstehen die meisten überhaupt nicht und die finden dich dann total komisch. Aber mal ganz ehrlich, ich finde die Normalos auch manchmal komisch, aber ich erzähle es ihnen nicht. Oder ich würde nie jemanden mit so einem Blick nach dem Motto anschauen, ja, ist die schräg. Weil ich einfach denke, Leben und leben lassen, aber es ist wenigstens die Möglichkeit da, man könnte ja wenigstens versuchen, ein wenig sich auf die anderen einzustellen, ein wenig sich zu bemühen, dass alle in einer Gemeinschaft zufrieden sind und dass die 20%, die nun mal nicht sind wie die anderen 80%, genauso ein schönes Leben haben können und genauso es so einfach haben wie die nicht 20%. Naja. Aber ich glaube, das ist noch ein utopischer Gedankengang. Aber gut, ich habe eben gehofft und gut, wer weiß, vielleicht ist es bald soweit und die Welt verändert sich. Die Welt ist jeden Tag in einem Wandel und vielleicht ist morgen schon der Tag, wo die Welt aufwacht und die 20% nicht mehr die sind, die komisch sind. Sowas kann ja auch passieren. Naja, gut.
Das wollte ich euch einfach heute mal erzählen und ich hoffe, dass wir uns am Mittwoch wiedersehen. Heute bin ich etwas fitter, weil ich gerade euch gut geschlafen habe, mal abgesehen von diesem Sägenummer. Aber das ist eben eine andere Sache. Und falls ihr Fragen habt oder wenn es euch ähnlich geht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr mögt, könnt ihr mir auch über Facebook oder auf Twitter schreiben. Habe ich auch beides in meiner Infobox verlinkt. Oder schreibt mir einfach eine E-Mail an diebell.riedmeier@outlook.com. Wir sehen uns am Mittwoch. Ich freue mich drauf. Tschüss!